Heute waren wir zu Gast bei der Bundespressekonferenz in Berlin. Günter Wallraff, Sigmar Gabriel, Gerhard Baum und ich gemeinsam haben unseren Appell vorgestellt, Julian Assange aus der Haft zu entlassen. Wir fordern von Großbritannien aus rechtsstaatlichen und auch aus medizinischen Gründen, Julian Assange unverzüglich aus der Haft freizulassen, damit er erstens genesen kann, zweitens sich auf deinen Prozess, seine Verteidigung vorbereiten kann. Genauso fordern wir von der Bundesregierung, sich einzusetzen in diesem Sinne gegenüber den britischen Behörden. Also wenn es um Menschen geht, die rechtlos, schutzlos und im Stich gelassen werden und dann noch über Jahre zur Unperson erklärt werden, geächtet sind und einem Rufmord ausgesetzt sind, wo sie nicht mehr sich wehren können, da fängt bei mir an, da sträubt sich alles dagegen. Da sage ich, hier muss diesen Menschen Gehör verschafft werden und Gerechtigkeit widerfahren. Dem UN-Beauftragten für Folter, Nils Melzer, ist es zu verdanken, dass überhaupt jetzt man Bescheid weiß, was für konstruierte Vorwürfe, welche Geheimdienste erreicht haben, diesen Menschen zum Aussetzen zu machen. Und nachdem das jetzt öffentlich wird, wenn auch andere Medien anfangen, das Thema aufzunehmen, fühle ich mich auch erleichtert. Und wenn dann hier eine Abgeordnete wie Sevim Dadelen noch sehr sachkundig im Hintergrund einem da auch Informationen gibt, wenn Gerhard Baum, mit dem ich befreundet bin, der als Menschenrechtler unbestechlich ist, ja, und wenn dann Gabriel dazukommt und wenn die unabhängig von dem, wo sie auch anfechtbar sind, sich zu eigen machen und sich da engagieren, das finde ich toll. Wir sind über 130 Prominente aus Kultur, Literatur, Wissenschaft und auch Politik, fraktions-, parteiübergreifend und spektrumübergreifend, eint uns der Gedanke, für die Pressefreiheit hier einstehen zu wollen. Wir haben in diesem Zusammenhang eine Homepage geschaltet, assange-helfen.de. Dieser Aufruf kann dort unterzeichnet werden. Wir werden nicht nachlassen, weiterhin für Pressefreiheit, für Demokratie und Freiheit einzustehen. Von uns allen und in diesem Sinne auch für Julian Assange.